Hallo und herzlich willkommen bei den Garten-Gemüseköchen. Der Gartenkanal hat ja eine Challenge ins Leben gerufen, und zwar die Pack-es-an-Challenge. Ich habe auch so ein paar Aufgaben, die mich total nerven und wo ich einfach noch keine Zeit für hatte, beziehungsweise keine Lust. Und eine Aufgabe sind Tomaten anbinden. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Es sind eine ganze Menge an Pflanzen und das machen wir jetzt. Wir packen es an und los geht's. Ja, manche Tomaten liegen hier schon halb auf dem Boden. Das ist überhaupt nicht so, wie es sein soll. Hier zum Beispiel, die ist schon so groß, die muss jetzt einfach angebunden werden. Und das machen wir jetzt. Ja, alle Tomaten sind angebunden. Ich bin zufrieden. Und auf zur nächsten Aufgabe. Ja, hier ist die andere Baustelle. Das sind Kartoffelpflanzen. Die sind nicht angehäufelt. Ich habe da einfach keine Zeit für gehabt. Die müssen jetzt dringend angehäufelt werden, weil jetzt schon die ersten Kartoffeln aus dem Boden gucken. Ja. Das passiert, wenn man die Kartoffeln nicht anhäufelt, dann wachsen die Kartoffeln aus der Erde raus und werden grün und kann man dann vergessen zu essen. Wenn dann giftig durch Solanin. Jetzt müssen wir die schnell anhäufeln, damit man nicht so einen hohen Verlust hat. Vielleicht kann ich ein, zwei wegtun nachher, ist nicht so schlimm, aber den Komplettverlust der Ernte wäre natürlich tragisch. Die ersten Kartoffeln sind direkt unter der Erde. Die müssen dringend angehäufelt werden. So, ich habe es geschafft. Die Kartoffeln sind jetzt doch angehäufelt. War ein bisschen schwierig, weil sie schon so lang gewachsen waren. Ich sehe aus wie Sau, aber das gehört dazu. Ein paar Kartoffeln habe ich schon gefunden. Ich zeige die euch mal. Ich habe die auch so sehen mit ausgegraben. Ich habe auch keine grünen entdeckt. Da war ich doch noch rechtzeitig da. So groß sind die zurzeit. Kann man gleich zu der Challenge. Motiviert euch auch selber, was zu machen. Steht auf und sucht euch eine Ecke raus im Garten. Es gibt immer eine, die nicht so schön aussieht oder wo ihr schon lange mal dran arbeiten wolltet. Mich hat der Gartenkanal damit motiviert, mal eine Sache anzupacken, die mich schon seit Wochen irgendwie nervt. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Gemüsekoch Martin. Macht's gut und ciao.